Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video-Quick-Tipp auf der sophistikeinsteiger.de. Mein Name ist Frank Wieber und in dem heutigen Video soll es nochmal um das Thema Temperaturlasten im Brückenbau gehen und ich möchte Ihnen heute eine elegante Lösung vorstellen, mit der Sie zum einen ganz viel automatisieren können, dass Sie auch in einer Vorlage ablegen können, um sich in Zukunft darum gar nicht mehr kümmern zu müssen. Und ja, es ist einfach eine Lösung, die gegenüber der manuellen Variante zu hochgradig automatisierbar ist und damit natürlich viele Vorteile bietet. Eigentlich sollte ja heute ein Video kommen zu den Tandem-Systemlasten, aber das müssen wir dann einfach mal nach hinten schieben. Gut, fangen wir an. Temperaturlasten. Ich habe wieder so ein einfaches System vorbereitet, was ich hier einfach mal öffne. Und ja, im Normalfall, wenn Sie Temperaturlasten eingeben wollen, auf der klassischen Art, wahrscheinlich so, wie Sie es auch früher gewohnt sind oder aus Ihrer alten Software kennen, dann müssten Sie das Ganze grafisch machen. Also gehen wir einfach mal rein in den Lastfallmanager. Was haben wir denn schon vorliegen? Ja, wir haben zwar die Einwirkung, aber noch keine Lastfälle. Also legen wir erstmal neue Lastfälle an. Das ist als erstes der Lastfall 81, so, den nennen wir mal wirklich plus Delta T, also die gleichmäßige Erwärmung. Wundern Sie sich nicht, dass der jetzt keine Einwirkung zugewiesen bekommt. Wir müssen diese Originaltemperaturlastfälle ja noch miteinander mit Faktoren kombinieren und erst daraus entstehen natürlich die Lastfälle, die später für die Nachweise auch herangezogen werden und die dann entsprechend das Attribut bekommen. Gut, weiter, neu. Das ist der 82er. Den nennen wir dann einfach mal 82 und minus Delta T. Und dann ergänzen wir das hier oben auch noch gleich. Lastfall 81, nur damit es einheitlich ist. Gut. Das nächste neu, das wird der 83er. Der bekommt den Namen plus Delta TZ, also der Temperaturgradient. Und dann haben wir noch den letzten, Lastfall 84. Wundern Sie sich nicht, warum ich jetzt diese Nummern so verwende. Das passt dann besser zu der Automatik entsprechend, die ich vorbereitet habe. Thema Kombination dieser Lasten. Das ist einfach eine von mir gewählte Nummerierung. So, sagen wir okay, das passt. Und jetzt müssen wir die Last natürlich noch grafisch aufbringen. Damit es ein bisschen einfacher wird, gucke ich mal von oben auf mein System drauf und sage, okay, ich möchte Flächenlast erzeugen. Und zwar auf alle vier Strukturflächen. Beende die Auswahl mit der rechten Maustaste und sage, okay, Lastfall 81, eine Temperaturlast. Und als erstes haben wir mal die gleichmäßige Erwärmung um 20 Grad. So. Damit haben wir schon mal das Erste. Die Kirchenglocken ignorieren wir einfach mal und machen einfach weiter. So, nächster Lastfall, 82. Auch wieder Temperatur, Delta TXY, minus 20 Grad. Sie merken natürlich, ist es ein Haufen Handarbeit. Und das kann man auch nicht automatisieren. Das muss man einfach machen. Lastfall 83. Haben wir auch hier wieder eine Temperatur, aber jetzt den Temperaturgradienten mit minus 12,3 Grad. Und dann fehlt uns nur noch der Lastfall 84. So. Rechte Maustaste, Auswahl beenden und 84, Temperatur Delta TZ 8 Grad. So. Damit habe ich die Originallastfälle hier eingetragen, 81 bis 84. Das ist soweit alles okay und ich kann, sag mal, die Eingabe verlassen und das Ergebnis entsprechend hier an den SSD exportieren, weil jetzt muss ich die ganzen Sachen ja noch miteinander kombinieren. Verlasse auch gleich die grafische Eingabe, aber Sie haben natürlich schon gemerkt, es ist ein zeitlicher Aufwand und es ist manuelle Handarbeit. Die möchte ich Ihnen ja in Zukunft ersparen. So, als nächstes müssen wir das Ganze miteinander kombinieren. Und um hier etwas Zeit zu sparen, habe ich schon ein bisschen was vorbereitet und werde Ihnen nur mal zeigen, wie so eine neue Kombination entsteht. Ich sage einfach neu und gehe in diese neue Zeile rein und sage, das ist mein Lastfall
98, der kriegt jetzt wirklich den Typ Temperaturlasten, die kriegt auch einen Namen. Und damit ich dort nichts falsch mache, hole ich mir den einfach mal über die Zwischenablage hier direkt rein. Und ja, was kommt da rein? Einmal der Lastfall 82 mit dem Faktor 0,35. Und dazu kommt noch der Lastfall 84 mit dem Faktor 1. So, das haben wir soweit alles drin. Damit hätte ich diese Eingabe auch abgeschlossen und damit würden jetzt die original eingegebenen grafischen Temperaturlasten nochmal miteinander kombiniert zu diesen letztendlichen Temperaturlastfällen 91 bis 98 und die würden wir für die Nachweise nutzen. So, und das ist aber wie gesagt ganz viel immer Handarbeit, davon kann man auch nur sehr wenig automatisieren oder über eine Projektvorlage direkt immer wieder abrufen. So. Was schlage ich Ihnen als Alternative vor? Ich habe hier mal zwei Text-Tasks vorbereitet, beziehungsweise den unteren, den habe ich sogar original so aus der Sophistik-Schulung rausgenommen, Spannbetonbrücken, da brauchte ich nicht mal was dran zu ändern. Ich musste mich nur an das Lastfall-Nummernschema halten und dann war es sofort für alle mit nutzbar. Aber der Reihe nach fangen wir an. Definition der Temperaturlasten über einen Text-Task. So. Meine Daten kriegen Sie übrigens wieder komplett auch zum Download. Das heißt, das, was ich Ihnen hier heute zeige, das können Sie auch ganz einfach in Ihre Projekte entsprechend für die Zukunft, wenn Sie wollen, integrieren. Gut, hier oben haben wir erstmal ein bisschen Text vorneweg. Ein paar Sachen, damit Sie wissen, was ich hier einfach mache. Und letztendlich müssen Sie hier eigentlich nur an drei Stellen gegebenenfalls etwas eintragen. Wir haben zum einen hier eine Variable, wie wollen wir unsere Temperaturlasten aufbringen. Entweder, wenn ich dort eine 0 eingebe, über die einzelnen Strukturflächennummern. Meine Strukturflächen, die ich in Sophie Plus erzeugt hatte, hatten ja auch Nummern. Bei mir 1, 2, 3, 4. Könnte aber auch viel mehr sein. Oder wenn ich mir sage, nee, ich habe meine Elemente der Fahrbahnplatten, also die ganzen Bereiche, die Segmente, auch alle in eine gleiche Gruppennummer gelegt, alle in die Gruppe 10, dann könnte ich auch sagen, okay, ich möchte hier nutzen die Definition auf alle Strukturflächen einer bestimmten Gruppe. Hier steht eine 0, also arbeite ich mal umständlich über die einzelnen Nummern, damit ich Ihnen dort was zeigen kann. So, wenn ich in der Variante 1 arbeiten würde, müsste ich jetzt hier die Gruppennummern eintragen. Da ich aber oben eingegeben habe, ich möchte über die Strukturflächennummern gehen, kann ich diese Zeile einfach ignorieren und komme in die Zeile 34. So, und hier definiere ich eine Variable Last auf Flächen und schreibe einfach die Strukturflächennummern hintereinander getrennt durch ein Komma auf. Bei mir nur 4, aber das könnten bei Ihnen meinetwegen auch 32 sein oder wie auch immer. So, die werden dort eingetragen und jetzt, ja, das ignorieren wir erstmal noch ganz kurz. Dazu sage ich später noch etwas. Dann haben wir hier ab Zeile 46 die Lastwerte nochmal stehen. Das sind Sachen, die stehen einfach in der Norm. Da brauchen Sie auch nie groß ran, es sei denn, die Norm ändert sich. Und wenn Sie dort was ändern wollen, könnten Sie jetzt einfach hier die Lastwerte entsprechend umschreiben. Gut, das ist der Teil praktisch hier oben, wo Sie etwas eintragen müssen. Und hier unten passiert jetzt das Ganze automatisiert, die Lastaufbringung. Ich habe dort über eine Abfrage, eine If-Else-Anweisung, zwei Blöcke definiert. Einmal, wenn ich das Ganze über die Gruppennummern steuern wollte, dann passiert das hier oben. Und wenn ich über die einzelnen Strukturflächennummern gehen wollte, wird dieser Block hier aufgerufen. Und wenn Sie den Block hier unten verstanden haben, dann wissen Sie auch genau, was hier oben passiert. Nehmen wir uns einfach mal diesen Teil vor. Ich sage, okay, ich habe gesagt Parameter über die einzelnen Strukturflächen, Nummern, dann geht es in den Else-Block rein. Was passiert hier? Zeile Nummer 73. Definiert einen Lastfall 81 vom Typ keine Einwirkung mit dem Faktor 1 und dem Namen Lastfall 81 Delta plus Delta T. So. Und jetzt geht's los. Wir haben ja hier 4 Strukturflächen bei mir. Das könnten aber, wie gesagt, auch 32 ein. Und ich muss natürlich jede dieser einzelnen Strukturflächen jetzt belasten. Also gehe ich über eine einfache Loopschleife.
indem ich diese Variablen einfach hochzähle oder die Nummern und sage, okay, für jede Schleife bitte belaste die jeweilige Strukturfläche, Last auf Flächen, Raute I, das ist also die einzelne Strukturfläche, mit dem Wert Delta TXY und dort die Variable Raute plus Delta TXY. Das war ja hier oben diese Variable, also plus 20 Grad. Gut. Wenn du durch bist, durch die ganze Schleife, dann sagen wir einfach Endloop, Lastfall 81 ist fertig. Kommen wir zum Lastfall 82, die gleichmäßige Abkühlung. Auch hier wieder definiere einen Lastfall 82, Typ Non kennen wir schon und ihr kriegt einen neuen Namen, entsprechend minus Delta T. So, jetzt arbeite ich hier aber nicht mit so einer Loop-Schleife, sondern ich nutze eine sogenannte Parametersubstitution. Vielen Dank an meinen Kollegen, dass er mir das erklärt hat im Vorfeld. Sie sehen also, ich muss hier keine Loop-Schleife machen, sondern ich sage einfach, ich verwende eine Parametersubstitution über diesen Begriff Test. Die habe ich hier oben mal definiert über Raute Define, dann den Namen und dann habe ich einfach dahinter geschrieben die entsprechenden Strukturflächennummern wieder, genauso wie da oben. Und wenn ich mit dieser Substitution arbeite, dann kann ich mir hier entsprechend diese Loop-Schleife sparen. 82, Sie sehen, da fehlt die Loop-Schleife. Super. Das gleiche im Lastfall 83 jetzt, also mit dem ersten Temperaturgradienten, minus 12,3 Grad. Hier habe ich mal noch eine andere Parametersubstitution verwendet, nur um Ihnen die andere Schreibweise zu zeigen. Letztendlich passiert das gleiche wie in der Zeile 79 hier mit 78 mit der anderen Parametersubstitution. Ich habe hier nur eine andere Schreibweise verwendet, dass ich sage, okay, ich definiere einen Bereich von Strukturflächennummern, Anfangswert, Endwert und ja, Inkrement. Kann also die alte bekannte Schreibweise nutzen. Und dann haben wir hier wieder im Lastfall 84 die vom Lastfall 81 bekannte Schreibweise. So, damit werden automatisch die Original-Temperaturlastfälle 81 bis 84 erzeugt, die ich manuell wohin in Sophie Plus erzeugt habe. Gut, können wir hier erstmal schließen. Beenden wir das und dann gehen wir weiter in die Kombination. Das war der Teil, den ich Ihnen hier gezeigt hatte, nur mit dem letzten Lastfall 98 manuell. So, dieses Skript ist original so aus der Sophistic Spannbetonbrückenschulung, so wie Sie es dort auch runterladen können. Auf der Sophistic Webseite kann sich jeder runterholen. Hier oben ist mal nur ein bisschen erläuternder Text. Warum machen wir das? Wo liegt das drin begründet? Wie gehört das mit der Norm zusammen? Und hier unten ist der einzelne Teil, der eigentlich passiert. Und genau damit ich dieses Skript ohne Änderung so einsetzen kann, habe ich meine Lastfallnummern hier auch entsprechend angelegt. Weil Sie finden hier wieder unsere bekannten Lastfallnummern 81 bis 84 wieder, die jetzt entsprechend miteinander kombiniert wurden. Und damit ich eben dort nichts umschreiben musste, hier in diesem Skript habe ich einfach meine Originallastfälle auch mit den Nummern versehen. So, und die sagt eben nichts anderes. Gehen wir wieder in das, was ich manuell erzeugt habe. Erzeuge einen Lastfall 98, der kriegt den Typ Temperaturlasten mit der Bezeichnung negativ der Tn mal Delta T. Und in diesen neuen Lastfall 98 kopierst du bitte den Lastfall 82 mit dem Faktor 0,35 und dazu kopierst du auch noch den Lastfall 84 mit dem Faktor 1,0. Mehr macht diese Zeile nicht. Und diese beiden Textblöcke können Sie gerne auch in einen Textblock zusammenschreiben. Völlig egal, aber Sie können es auch einfach so in der Projektvorlage mit ablegen. Sie können es gerne markieren, in die Zwischenablage kopieren und dann entsprechend bei Ihrem Projekt einfügen, so wie Sie es am besten machen möchten. Und wenn alles richtig gelaufen ist, kann ich jetzt einfach sagen, okay, ich lasse das Ganze einmal durchrechnen und dann sollte ich auch hier überhaupt keine Fehler haben. So, das heißt, hier überall grüne Haken und ich sehe auch hier wieder entsprechend meine Werte, so wie Sie sie kennen. Super, damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe,
Ich konnte Ihnen zeigen, welche Möglichkeiten Sie haben, wenn Sie Temperaturlasten in Sophistic eingeben wollen oder entsprechend auch miteinander kombinieren wollen. Einmal grafisch, einmal textbasiert über so einen Task, den man dann auch sehr schön in parametrisierter Form einfach ablegen kann in einer Projektvorlage. Ich hoffe, Sie finden die zweite Variante genauso elegant wie ich, auch wenn man dort erstmal ein bisschen nachdenken muss, wie das Ganze entstanden ist. Aber es soll ja auch ein Ideenlieferant für Sie sein. Ich bedanke mich bei Ihnen wieder für Ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Video. Ihr Frank Weber von der Sophistik-Einsteiger.de.